Herzlich willkommen zum Video Teil 3 Redewendungen. Im heutigen Video schauen wir uns Redewendungen mit zwei Nomen an. Starten wir mit der ersten Redewendung, mit Leib und Seele. Ein Beispiel: Tom fährt schon seit 20 Jahren zur See. Er ist mit Leib und Seele Seemann. Er ist also 100% Seemann. Diese Redewendung verwendet man immer dann, wenn man etwas sehr, sehr gerne hat. Etwas mit Leib und Seele tut, mit dem ganzen Körper. Mit Leib, das ist ein etwas älteres Wort für Körper. Und die Seele, das ist der Geist. Nach Lust und Laune. Auf der Baustelle geht nichts vorwärts. Ich glaube, die Arbeiter arbeiten nur nach Lust und Laune. Sie arbeiten also, wie sie wollen und nicht wie sie sollen. Also sie arbeiten nach Lust und Laune einfach so, wie sie es gerade wollen und wann sie wollen. Ein anderes Beispiel: In den Ferien kann ich nach Lust und Laune machen, was ich will. Ich kann tun und lassen, was ich möchte. Keiner sagt mir, was ich machen muss. Ich habe Ferien und ich kann alles nach Lust und Laune machen. Ich habe also keinen Stress. Mit Sack und Pack. Das ist ein Sack und das ist eigentlich eine Tüte, aber ein anderes Wort ist für einen Sack ist Pack, und das ist ähnlich wie eine Tüte mit Sack und Pack. Diese Redewendung verwendest du immer dann, wenn du mit allen deinen Sachen etwas tust. Also ein Beispiel: Peter hat seine Heimat verlassen und ist mit Sack und Pack nach Amerika ausgewandert. Also mit allem, was er hat. Er hat alles eingepackt in seinen Sack und ist ausgewandert. In Fleisch und Blut übergehen. Ein Beispiel: Diese Vokabel ist sehr, sehr wichtig. Du musst sie so lange lernen, bis sie dir in Fleisch und Blut übergehen. Diese Redewendung verwendest du, wenn du etwas sehr genau lernen musst. Es geht dir also in dein Blut und in dein Fleisch. Es wird also automatisch ein Teil von dir. Dein Fleisch und dein Blut sozusagen. Dreh- und Angelpunkt. Das ist eine Türe und das ist eine Türangel. Ein Beispiel: Das ist der Dreh- und Angelpunkt. Es ist also der wichtigste Punkt. Dieses Problem müssen wir zuerst lösen, erst dann können wir weitermachen. Es ist der Dreh- und Angelpunkt. Ohne dieses Problem zu lösen, können wir nicht weitermachen. Hals- und Beinbruch. Das ist eine sehr ironische Aussage für viel Glück. Peter macht seinen ersten Fallschirmsprung. Das ist ein Fallschirm und Peter macht seinen ersten Fallschirmsprung. Martha wünscht ihm Hals- und Beinbruch. Also sie wünscht ihm viel Glück. Es ist also eine sehr ironische Aussage. Das ist der Hals und das ist das Bein. Und das ist ein gebrochenes Bein. Sie wünscht ihm Hals- und Beinbruch beim Fallschirmspringen. Ziel und Zweck. Das ist ein Ziel. Ziel und Zweck unseres Treffens ist es, eine Lösung zu finden. Also wir wollen in unserem Treffen eine Lösung finden, deshalb treffen wir uns. Also ist unser Ziel und Zweck unseres Treffens, eine Lösung zu finden. Ich hoffe, das war nicht zu kompliziert. Diese Redewendung ist einfach eine Verstärkung von Ziel. Wenn du sagst, das ist das Ziel, wenn du es stärker sagen möchtest, dann sagst du, das ist Ziel und Zweck. Tür und Tor, das ist eine Türe, eine Tür und das ist ein Tor. Wenn wir jetzt nachgeben, dann ist Tür und Tor geöffnet und wir müssen immer wieder nachgeben. Du verwendest diese Redewendung,
wenn aus deinem Tun eine Folge ist, dass sich etwas verstärkt. Also, wenn du jetzt nachgibst, also auch nachlässt, dann ist Tür und Tor geöffnet, dass wir immer wieder nachgeben müssen, dass es immer stärker wird und kein Ende nimmt. Es ist Tür und Tor geöffnet. Es ist sozusagen wie Wasser, wenn du diese Türe öffnest oder dieses Tor öffnest, dann fließt das ganze Wasser. Das ist nur ein Beispiel, das mit der Redewendung nichts zu tun hat. Es geht nicht um Wasser, es geht nur darum zu erklären, dass wenn du das Tor öffnest, dann kannst du es nicht mehr aufhalten. Art und Weise. Peter war heute schlecht gelaunt. Seine Frau ist verwundert und sagt, so kenne ich dich doch gar nicht. Das ist normalerweise gar nicht deine Art und Weise. Ist dir etwas passiert? Es geht um Leben und Tod. Die Aktion ist sehr waghalsig. Es geht um Leben und Tod. Hülle und Fülle. Am Strand gibt es Sand in Hülle und Fülle. Du verwendest diese Redewendung immer dann, wenn es sehr, sehr viel von etwas gibt. Es gibt sehr viel Sand am Strand. Es gibt Sand in Hülle und Fülle. Eine kurze Erklärung. Eine Hülle, das kommt von verhüllen. Beispielsweise mit, du verhüllst deinen Körper mit Kleidung. Und Fülle ist etwas schwieriger, aber es ist ähnlich zum Wort voll. Wenn du sehr viel gegessen hast, dann bist du voll. Aber das musst du dir nicht merken. Merke dir einfach, dass du Hülle und Fülle immer dann verwendest, wenn es sehr viel von etwas hat. Bei Wind und Wetter. Max fährt bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad zur Arbeit. Er fährt bei jedem Wetter, egal wie es ist, zur Arbeit. Dann sagst du bei Wind und Wetter. Es kann also auch sehr, sehr schlechtes Wetter sein und er fährt trotzdem mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist Wind und das ist das Wetter. Es kann Wolken haben, es kann Sonne haben, es kann regnen. Max ist das egal. Er fährt immer mit dem Fahrrad zur Arbeit bei Wind und Wetter. Etwas für einen Apfel und ein Ei. Eigentlich sagt man eher für einen Apfel und ein Ei kaufen. Das ist ein Apfel und das ist ein Ei. Das nennt man sogar Spiegel. Spiegelei. Spiegelei. Ich war heute auf dem Flohmarkt. Dort kann man viele Sachen für ein Apfel und ein Ei kaufen. Du sagst das immer dann, wenn man etwas sehr, sehr günstig oder sehr billig kaufen kann. Bei jemandem ist Hopfen und Malz verloren. Max ist ein sehr schlechter Schüler. Seine Lehrerin meint, bei ihm sei allmählich Hopfen und Malz verloren. Du verwendest diese Redewendung immer dann, wenn etwas sinnlos ist. Es kommt daher, dass wenn Hopfen und Malz, das brauchst du für Bier, wenn es eine schlechte Ernte gibt, dann ist es sehr, sehr schlecht. Man kann dann kein Bier mehr machen. Also wenn es eine schlechte Ernte hat, dann ist Hopfen und Malz verloren. Eine schlechte Ernte hat es beispielsweise, wenn das Wetter sehr, sehr schlecht ist, dann kann der Hopfen nicht wachsen und man kann kein Bier mehr machen. Mit jemandem Katz und Maus spielen. Katz ist die Kurzform für Katze und das ist eine Maus. Die Bankräuber spielen mit der Polizei Katz und Maus und entwischen der Polizei immer wieder. Also, der Bankräuber ärgert die Polizei, er spielt mit ihr. Das ist die Katze, die immer wieder versucht, die Maus zu fangen und zu jagen. Das war das dritte Video zu den Redewendungen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über ein Like und wenn du es deinen Freunden weitergibst. Bis bald und tschüss. Auf Schritt und Tritt. Jemandem auf Schritt und Tritt folgen. Das ist ein Schritt.
Das ist ein Schritt und das ist ein Schritt. Also ein Schritt ist von hier nach hier, ist es ein Schritt. Susi hat einen sehr anhänglichen Hund. Er folgt ihr auf Schritt und Tritt. Das heißt, er ist immer hinter oder neben ihr, er folgt ihr immer ganz genau, eben auf Schritt und Tritt. Mit Mühe und Not. Hans ist ein schlechter Schwimmer. Er hat nur mit Mühe und Not das andere Ufer erreicht. Also etwas war sehr knapp. Man hat es nur mit viel Mühe, mit Mühe und Not, also Mühe, die Kurzform für Mühe, mit Mühe und Not etwas erreicht. Kraut und Rüben. Das ist Kraut und das ist eine Rübe. Also das sind beides Gemüsesorten. Peter kann keine Ordnung halten. Bei ihm sieht es aus wie Kraut und Rüben. Du sagst dieses Sprichwort oder diese Redewendung immer dann, wenn etwas sehr chaotisch ist. Also Kraut und Rüben sind auf einem Feld verstreut, ganz viel verstreut und es ist etwas chaotisch. Daher kommt die Redewendung Kraut und Rüben.